In diesem Video geht es um unseren neuen Look auf makerist.de. Hallöchen zurück im makerist Nähcafé. Ich bin Bettina, ich habe eine kleine Sommerpause gemacht. Ich war im Urlaub, aber auch nicht ganz untätig, denn vorher habe ich sehr viel für euch vorbereitet, damit ich euch jetzt angemessen präsentieren kann, woran unsere ProgrammiererInnen gearbeitet haben. Und zwar unsere neue Website, unser neuer Look. Denn makerist sieht jetzt ganz neu aus und das für euch. Damit ihr bei uns noch ein bisschen besser inspiriert werden könnt und finden könnt, was ihr sucht und dann eben auch kaufen könnt, was ihr für eure Projekte braucht. Und das Ganze möchte ich mir mit euch gemeinsam heute anschauen. Ich habe mir dafür auch meinen Laptop mitgebracht und wir gucken da jetzt einfach direkt mal drauf. Unsere neue Website sieht so aus. Es ist schon was anderes, ne? Es ist alles ein bisschen cleaner, es ist ein bisschen klarer, nicht mehr so verschnörkelt und verspielt. Es wird sich auch ein bisschen was über die Zeit noch verändern, weil wir natürlich erst am Anfang dieser Reise sind und weil hier noch tolle Features für euch dazukommen. Aber wenn wir einmal drauf gucken, dann sehen wir direkt, okay, oben makerist, das sind wir. Ihr habt hier an der Seite wieder euer Profil, eure Wunschliste, euren Warenkorb und den Logout. Das Magazin ist weiterhin da für Inspiration. Die Werkschau ist da, damit ihr teilen könnt, was ihr Schönes genäht oder gebastelt oder geklöppelt habt. Und Gutscheine, da ich selber noch gar nicht reingeguckt, was das ist. Wir haben unsere ganzen Welten immer noch hier. Wir haben Nähen, Plotten und so weiter und so fort. Und wenn ihr so ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr auch direkt, alles ist ein bisschen klarer und einfacher. Und was wir für euch machen möchten mit dieser neuen Website ist, dass wir sagen, wir sind eure Adresse für euch und für euer Handarbeitshobby. Wir möchten euch helfen, dass ihr einfach ankommt auf makerist.de und dass ihr sofort wisst, wo ihr fündig werdet, wenn ihr schon wisst, was ihr machen wollt. Also wenn ihr sagt, okay, ich habe im Kopf, ich möchte mir jetzt für den Winter meine oder für den Herbst meine Softshell-Jacke nähen, dann wisst ihr, dass ihr zu unseren Videokursen geht, dass ihr die Softshell-Jacke dort anklickt, den Kurs, dass ihr dort auch direkt den Schnitt und die Materialliste findet, dass ihr sofort weiterschauen könnt, welches Material euch gefällt, welchen Softshell, Reißverschlüsse, Knöpfe, Druckknöpfe, Kordeln, Gummibänder, alles, was ihr für dieses Projekt braucht, könnt ihr dann bei uns im Shop finden und kaufen und könnt sofort loslegen und kriegt ein Gesamtpaket und sogar noch eine Gesamtinspiration dazu, denn wir haben ja auch die Community-Features, wo ihr euch angucken könnt, wie schon andere NäherInnen eine schöne Softshell-Jacke genäht haben. Es geht natürlich um alle Bereiche, also na klar, hier im Nähcafé nähen wir hauptsächlich, aber es gibt natürlich auch die vielen anderen Kategorien, also Stricken, Häkeln, Plotten, was gerade noch sehr beliebt ist. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel weiteres. Ich nenne es immer so Kleinkram, aber für viele ist das ja wirklich das Haupthobby, also sowas wie Basteln. Ich sehe immer wieder Perlen, ich kann es gar nicht alles zusammenbringen, Handlettering, Malen, Aquarell. Klickt euch da einfach ein bisschen durch. Ich klicke mich vielleicht auch gleich nochmal hier durch, dass ich euch das in Ruhe zeigen kann. Wir haben viele, viele Kategorien, die, glaube ich, für euch spannend sind, in denen ihr euch einfach Inspiration holen könnt oder wirklich das komplette Projekt nähen könnt. Und bevor ich euch jetzt verrate, was es mit dem Gewinnspiel in diesem Video auf sich hat, möchte ich euch einmal zeigen, was ich jetzt daraus mache. Denn auch ich habe mir gedacht, für den Launch der neuen Website, für den neuen Look, möchte ich mal probieren, wie es eigentlich klappt mit dem kompletten Projekt. Und dafür habe ich mir meinen Endgegner ausgesucht und werde mich ein bisschen so meinem kleinen Angstprojekt entgegenstellen und werde mir eine Hose nähen. Dafür habe ich mir ganz konkret bei uns einen Videokurs mit Schnitt und Materialliste und dann eben auch Material bei uns ausgesucht. Und am Ende werde ich hoffentlich auch ein Bild davon in der Werkschau posten können, wenn ich damit fertig bin. Wir werden nicht in diesem Video eine ganze Hose nähen, sondern ich habe mir vorgenommen, ich nehme euch einfach ein bisschen mit auf meiner Reise durch dieses komplette Projekt, was ich gemeinsam mit makerist für euch oder für mich auch, wird ja meine Hose, hier durchführe. Und ganz konkret habe ich mir ausgesucht die Buntfaltenhose, die klassische Buntfaltenhose von Inge Soltesig-Sparrer. Das ist eine, ich glaube, es ist sogar klassische Marlene-Hose, kann man auch sagen, gerade geschnitten, hoch im Bund mit kleinen Falten, macht wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Figur. Und genau, dafür gibt es den Videokurs, den möchte ich euch natürlich einmal zeigen, den habe ich schon einmal aufgemacht. So sieht der ganze Spaß aus. Das ist Inge. Die kennt ihr vielleicht aus unseren Videokursen oder auch aus dem Fernsehen, da ist sie hin und wieder. Und so sieht die Hose aus. Ich finde die ziemlich schick. Den passenden Blazer dafür haben wir auch im Videokurs. Vielleicht ist das dann mein nächstes Projekt. Und hier seht ihr,
wie das Ganze zu machen ist mit dem Bügeleisen. Am Ende könnt ihr euch natürlich auch immer wieder den Trailer anschauen, wo Inge so ein bisschen verrät, wie dieses Projekt gearbeitet wird. Unsere Videokurse sind super detailliert. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass ich da Schwierigkeiten habe, weil wir wirklich da in der Produktion damals echt krass darauf geachtet haben, alle Details zu zeigen, dass keine Fragen offen bleiben, dass ihr wirklich die kompliziertesten Projekte nachnähen könnt. Sei es eine Buntfaltenhose oder ein Spitzen-BH oder Bademode oder eben die vorhin schon genannte Softshell-Jacke mit allen möglichen Taschen und Reißverschlüssen. Ich habe diese Stücke bei uns im Büro dann immer hängen sehen, wenn die aus dem Kurs kamen und dachte, Wahnsinn, dass man das selber nähen kann. Normalerweise gibt es sowas eher dann nur zum Einkaufen im Kaufhaus, dass man das dann halt schnell mitnimmt. Aber selbstgenäht ist natürlich nochmal eine ganz andere Liga. Vor allem, wenn ihr dann weitergeht in den Stoffshop. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mir zuerst auf der Kursseite natürlich den Kurs gekauft und habe mir das Kursmaterial runtergeladen. Das ist in der Regel eine ZIP mit ganz viel Wissenswertem und, wenn es im Videokurs enthalten ist, ein Schnitt. Nicht jeder Kurs enthält ein Schnittmuster. Manche sind Technikkurse, manche Schnitte werden erst konstruiert. Das heißt, das ist nicht immer mit drin, aber hier ist es nun mal mit drin. Hier habe ich das mitgekauft und hier habe ich in meiner Materialliste gesehen, was ich brauche. Und die Sachen habe ich direkt schon mal mir ausgeguckt und mir hier geöffnet, dass ich sie mir in den Warenkorb schieben kann. Das ist zum einen natürlich erstmal der Hauptstoff. Ich habe mich hier entschieden für einen Hosen- und Anzugstoff, Schurwoll-Mix Melange Navy. Mit Blau kann ich eigentlich immer ganz gut arbeiten und davon brauchte ich habe das alles schon mal nachgeguckt vorher, 1,8 Meter und die sind bei mir im Warenkorb gelandet. Wir können hier natürlich auch noch mal ein bisschen durch die Bilder gucken vom Stoff. Es ist ein Mix, hauptsächlich Wolle, ein bisschen Polyester ist mit drin, 330 Gramm. Hier unten habt ihr alles, was ihr wissen müsst über den Stoff, noch ein paar Bilder, was man daraus noch machen kann. Produktbeschreibung, Pflegehinweise, all dieser Spaß, den man wissen möchte, wenn man online Stoffe kauft, denn man kann den Stoff ja nicht anfassen. Da bin ich ganz bei euch. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Wissen, damit es alles gut klappt. Als nächstes brauche ich einen Futterstoff, denn es gibt vorne Eingrifftaschen und oben ist die Hose so ein bisschen gefüttert, dass ich nicht direkt diesen Wollstoff, der manchmal ein bisschen kratzig ist, auf der Haut habe. Und da habe ich mich einfach mal umgeguckt. Ich habe bei uns einfach nach einem Futterstoff gesucht, also einfach in die Suche. Die findet ihr hier eingetippt, dass ich einen Futterstoff brauche. Hoppla. Und da habe ich mich dann so ein bisschen durchgescrollt. Und da hatte ich aber eigentlich schon einen gefunden. Das heißt, ich brauche jetzt gar nicht weiter suchen. Neva Viscon, das ist ein relativ günstiger, also 11 Euro pro Meter Futterstoff, der hauptsächlich aus Viskose besteht und nur einen Polyesteranteil hat. Ist mir immer sehr wichtig. Wenn ihr öfter hier wart, dann werdet ihr wissen, dass ich da eine kleine Öko-Vorliebe habe und ungern mit reinen Kunstfasern arbeite. Auch hier ist das schon ein Kompromiss für mich, weil Polyester mit drin ist. Aber das ist halt hauptsächlich Viskose. Das heißt, ich werde da drin wahrscheinlich auch nicht übermäßig schwitzen. Eine gute Wahl für mich. Unfassbar leichter Stoff. Hier 82 Gramm pro Quadratmeter. Farbe passt, hautsympathisch etc. etc. Sogar Ökotex zertifiziert. Also alles tutti. Den habe ich auch direkt mit in den Warenkorb genommen. Da brauchte ich nicht so viel. Ich glaube, ein halber Meter war genug. Aber ich würde sagen, schaut da ruhig immer noch mal, wenn ihr einen Kurs macht oder wenn ihr euch stattdessen direkt ein E-Book bei uns kauft, einfach ins E-Book, was ihr braucht. Viele DesignerInnen haben auch inzwischen schon auf ihren Produktseiten eine kleine Verbrauchstabelle. Da könnt ihr direkt sehen, welches Material in welcher Menge vorhanden sein muss. So, die Hose braucht noch mehr. Ich habe dann mal geguckt, was ich noch so für Kleinkram bestellen muss, Kurzwaren, und habe mir direkt einen Reißverschluss ausgeguckt. Den kann ich euch auch hier einmal zeigen. Kein Hexenwerk. Ich muss gleich auch noch mal nachgucken. Ich habe natürlich ein bisschen was schon vorbereitet, welche Länge ich da brauche. Ich glaube, es waren so 17 oder 20 Zentimeter. Der kann auch direkt in den Warenkorb wandern. Den habe ich dann auch mit bestellt. Muss ich mir gar nichts weiter zu überlegen. Und wenn wir schon beim Verschluss sind, auch direkt noch einen Knopf. Da müsst ihr immer gucken, was euch am besten gefällt, was natürlich auch empfohlen wird. Ich habe jetzt hier so einen Polyesterknopf gefunden, den finde ich ganz witzig. Und den habe ich auch direkt schon mal mitgenommen. Dann, das finde ich ist immer das Tolle an so einem E-Book, was man so in voller Fülle bekommt, man kriegt wirklich jeden kleinen Schritt erklärt. Und wenn ihr schon mal so ein bisschen durch die Bilder guckt im E-Book
oder eben in der Anleitung oder im Video im ersten Teil, wenn so ein bisschen das Material beäugt wird, dann seht ihr auch direkt, welche Zusatzmaterialien ihr braucht, die man sonst eher vielleicht nicht zu Hause hat. Also sowas wie Buntfix oder Saumeinlagen. Das habe ich mir hier auch schon ausgeguckt und kann ich euch einfach einmal schnell zeigen. Ich habe bei uns direkt einen Buntfix gefunden, sogar in Schwarz. Ich denke, das ist optimal für den dunklen Melange-Stoff. Und dann habe ich noch ein Saumband gebraucht. Eine kleine Saumflieseline, die sieht so aus. Die habe ich auch direkt mit eingeworfen und das ist alles. Ich habe euch alle meine Links durchgeklickt und so habe ich auf makeris.de mein komplettes Projekt einfach mir ausgeguckt, gekauft und alles, was ich brauche, in den Warenkorb geworfen und bestellt. Und ich habe natürlich schon mal was vorbereitet und habe die Box jetzt auch schon da. Die Bestellung ist nämlich schon ein Weilchen her. Da ist schon ein bisschen was passiert und wir gucken uns das Material gerne auch einfach mal in Natura an und legen den Laptop weg. So sieht der Spaß aus. Das hier ist alles, was ich brauche für meine Buntfaltenhose, die ich gemeinsam mit euch nähen werde. Und wir gucken direkt mal rein. Ich habe es natürlich schon einmal geöffnet und einmal reingeguckt, um euch dieses kleine Intro zu drehen. Aber wir wollen auch gemeinsam einen Blick drauf werfen. Zum einen habe ich hier meine höchst selbst erstellte neue Logo-Box. Ich glaube, die Originale sehen nicht ganz so aus, aber ich wollte es euch einfach nur mal zeigen, wie schön unser neues Logo ist. Und da drin in richtiger Reihenfolge einmal für euch der Melange-Stoff. Der Wollmix, super schön. Der hat diese kleinen Fitzelchen. Das ist sehr edel und erwachsen. Ich bin sehr gespannt, ob ich das tragen kann. Dann haben wir hier den Futterstoff. Hoppla, Neva Visca, so wie ich ihn euch eben gezeigt habe. Die Bunteinlage. Mit sowas habe ich noch nie gearbeitet. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Dann haben wir hier den Knopf, den kleinen Kunststoffknopf. Und einen Reißverschluss für vorne den Hosenstall, wie man immer so schön sagt. Ein bisschen Saumeinlage zum Stabilisieren, vermute ich mal. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und, das habe ich gerade komplett vergessen, ich habe auch noch in meine Bestellung ein Allesnäher, glaube ich, ist es, von Gütermann mit eingesteckt. Ein Nähgarn, damit ich direkt auch eine perfekt passende Farbe mit am Start habe. Und ja, die brauche ich gerade nicht mehr. So sieht der Spaß aus, wenn ich shoppe für ein komplettes Projekt. Und ja, ich sagte Endgegner, aber eigentlich ist es wahrscheinlich auch ein ziemliches Masterpiece. Ich bin sehr gespannt auf diesen Spaß. Ich werde jetzt gleich losgehen und mir das Schnittmuster ausdrucken. Und ich werde euch auf dieser Reise mitnehmen, aber wie gesagt, nicht in diesem Video Schritt für Schritt, denn dafür haben wir den Videokurs. Ich glaube, das ist besser, wenn ihr sagt, ihr wollt das Projekt nähen, dass ihr euch das von Inge anschaut, von unserer Profischneiderin, die euch wirklich Schritt für Schritt zeigen kann, wie das geht. Was ich aber vorhabe, ist, ich will euch mitnehmen und so ein bisschen zeigen, wie das Ganze klappt, wie ich dieses Projekt nähe. Und dafür habe ich mir einfach überlegt, dass ich das wie einen kleinen Vlog für euch mache und euch immer mal wieder so ein bisschen mit reinschauen lasse. Ich glaube, das wird auch nicht eine Nähsession, sondern wird hier ein paar Wochen dauern, immer mal ein bisschen. Und wo ich euch dann zeige, wie ich da den Spaß, ja, wahrscheinlich auch manchmal nach Feierabend so ein bisschen zusammennähe. Und das Ganze landet dann immer als kurze Sequenzen in den nächsten paar Videos, die kommen. Und da habe ich richtig viel schönes Zeug für euch. Ich war zwar gerade im Urlaub und habe in der Zeit wirklich auch gar nicht genäht, aber ich habe vorher sehr fleißig für euch genäht und gefilmt und auch immer wieder Projekte ausgewählt, die genau wie dieses komplett von makeris.de kommen. Also ich habe mir ein E-Book ausgesucht, ich habe mir Material ausgesucht und dann habe ich wirklich dieses eine komplette Projekt mit Makeris zusammen fertiggestellt. Und da kommen schöne Sachen. Ich verrate noch gar nichts, ihr werdet es früh genug erfahren. Ich glaube, ihr werdet es mögen. Bisher mochtet ihr es immer und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. So, und jetzt noch das Gewinnspiel. Ich habe ja unsere Einkaufs-Experience auf Makeris jetzt schon mehrfach durch, weil ich ja, wie gesagt, ein bisschen was vorbereitet habe, dies und andere Projekte, und habe mich eben für komplette Projekte eingedeckt. Ich bin aber sehr gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Das heißt, ich lade euch ein, das auch zu tun, euch auf makeris.de entweder erst noch inspirieren zu lassen, zum Beispiel im Magazin oder einfach unter den Anleitungen, unter den Videokursen. Oder wenn ihr schon konkret wisst, was ihr nähen wollt, vielleicht ja die schon mehrfach besprochene Softshelljacke hier, dann klickt euch doch einfach gern rüber, schaut euch das alles an, schaut schon mal, was ihr für Material gebrauchen könntet. Und um am Gewinnspiel teilzunehmen, lasst mich hier unter diesem Video wissen,
was euer nächstes Projekt ist. Ihr könnt gerne einen Link schicken zu dem Videokurs oder dem E-Book. Ihr könnt es einfach mit Namen nennen, dann kann ich es auch immer ganz gut finden. Oder ihr könnt sogar Material nennen, wenn ihr möchtet. Für mich ist es zum einen spannend, weil ich dann auch weiß, was euch interessiert und was ich hier vielleicht für meine nächsten Projekte berücksichtigen sollte. Und für euch ist es spannend, weil unter allen Kommentaren ich dreimal unsere neue Premium-Box verlose. Die Premium-Box ist zum Launch so ein kleines Goodie für euch, wo wir wirklich einfach die besten Materialien reingesteckt haben, wo wir gesagt haben, wir nehmen jetzt einen super schönen Sweat von Alpstoffe, also höchste Qualität an Stoff, made in Germany, mit passendem Garn, mit passendem Zubehör, eine Kordel, einen Reißverschluss, so ein bisschen Schnickschnack, den man eben braucht für ein schönes Nähprojekt. Das in ausreichender Menge, das in einer Box. Davon gibt es zwei verschiedene Sorten und ich darf drei davon an euch verlosen. Also es bleibt ein bisschen eine Überraschung für euch, was am Ende bei euch ankommt, aber ich glaube, es lohnt sich. Schreibt also in die Kommentare, was euer nächstes Projekt ist und mit ein bisschen Glück werde ich dann in den Kommentaren auf euch antworten und dann geht der Rest per E-Mail und ihr bekommt euren Gewinn. Alles Weitere zum Gewinnspiel habe ich euch natürlich unter dem Video auch nochmal verlinkt. Und ich bin sehr gespannt, was eure kommenden Projekte sind, die ihr mit uns, mit Makerist, umsetzen wollt. Und ich mache mich jetzt wirklich an die Hose und nehme den Spaß hier schon mal mit. Gewaschen wird das nicht, weil die Hose mit dem Wollstoff wahrscheinlich eher nicht in die Waschmaschine kommt. Das heißt, den Schritt kann ich mir direkt sparen. Aber ich werde dann mal ins Schnittmuster gucken und gucken, welche Anpassungen notwendig sind. Ich bin super gespannt. Ich nehme euch mit, bleibt dran, klickt euch auf Makerist rein, macht beim Gewinnspiel mit und habt ganz viel Spaß beim Nähen. Bis zum nächsten Mal.